12. Februar 1938 war ein denkwürdiger Tag für Österreich und die Sozialdemokratie. In Gedenken an die Gefallenen legt die Stadt- und Bezirks-SPÖ einen Kranz nieder. Was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewusst haben konnte, was keiner geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben wollte. Mit diesem Gedicht gedachte man am Schwechater Waldfriedhof der Opfer der Kämpfe am 12. Februar 1934, als sozialdemokratische österreichische Arbeiter dem Faschismus mit der Waffe in der Hand entgegentraten. Frau Bürgermeister, Sie haben bewegende Worte gefunden. Sie haben ein sehr interessantes Gedicht wiedergegeben. Ich bin ein Fan von Erich Fried und bin eigentlich zufällig beim Stöbern zu Hause über einen Gedichtband von ihm gestolpert, der nicht die Liebesgedichte, die legendär sind und die ganz viele Menschen auch auswendig können, bin über das drüber gestolpert. Und es ist so kurz gefasst, dass ich glaube, man muss wirklich jedes einzelne Wort davon ganz genau hören, um den sehr schmerzvollen und zusammenfassenden Endsatz dann auch zu verstehen. Aber das zeichnet unsere Lyriker aus. Und ich denke mir, das ist eine Gelegenheit, auf solche Worte zurückzugreifen, weil bei aller Wortgewalt, die wir hoffentlich alle haben, dass diese Kunst ist wirklich eine Kunst und es ist der richtige Moment, um eine Anleihe zu nehmen. Ich bin politisiert und sozialisiert worden, damals vor 20 Jahren auch in der sozialistischen Jugend. Für uns war das immer ein großes Thema, der 12. Februar 1934, weil es eben der erste aktive bewaffnete Widerstand gegen den Faschismus in Europa war. Und das unheimlich wichtig war, nicht nur für Österreich selbst ein Zeichen zu setzen gegen diese Entwicklung, sondern auch dann später in anderen Ländern. Also es sind ja dann sehr viele Schutzbündler nach dem 12. Februar 1934 in Österreich dann zum Beispiel als Interbrigadisten nach Spanien gegangen, haben dort gegen den Franco-Faschismus gekämpft oder später als Partisanen gegen die Nazis. Also das war der erste Widerstand gegen den Faschismus in Europa. Und vor allem in Österreich ein Spezifikum, weil natürlich das eine ganz spezielle Spielform des Faschismus war, der Austrofaschismus, sehr stark auch klerikal geprägt, aber natürlich immer im Sinne der Eliten gegen die Arbeiterbewegung gerichtet. Damals hat man versucht, die Ideen der Sozialdemokratie zu unterwandern, bis hin, dass die Sozialdemokratie verboten wurde. Und wenn man sich jetzt Parallelen in die heutige Zeit anschaut, merkt man ganz einfach, dass es wieder einen Generalangriff auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Es geht gegen die Krankenkassen, es geht gegen die Selbstverwaltung, gegen die Gewerkschaften, gegen die Arbeiterkammer. Und das ist eine Situation, die gar nicht so lustig ist. Und wenn man die Parallelen zu damals erkennt, macht diese Veranstaltung am 12. Februar immer wieder Sinn. Katharina Korarowitz, was denkt die sogenannte jüngere Generation über den 12. Februar? Dass es ganz, ganz zentral ist, heute Gedenkveranstaltungen, Kundgebungen abzuhalten. Einfach zum Gedenken der Widerstandskämpferinnen, der Genossinnen, die damals ihr Leben für die Demokratie gelassen haben und damals unter der Dollfuss, unter dem Dollfuss-Regime gestorben sind. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Geschichte um? Es ist damals, wie gesagt, um Demokratie und Freiheit gekämpft worden. Und ich finde, das ist einer der zentralsten Werte. Und Demokratie ist nicht was, was uns sozusagen geschenkt wurde, wie man aus der Geschichte kennt. Und Demokratie gehört jeden Tag verteidigt und weiterentwickelt. So gehe ich persönlich, vor allem auch in meiner Rolle als Politikerin um. Herr Klubobmann, 12. Februar, Sie haben die Sozialdemokratie eingemahnt und auf die Grundwerte der Sozialdemokratie verwiesen. Ja, 12. Februar dieses Jahr, das 85. Mal, dass sich dieser traurige Anlass wiederholt. Und wir haben die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Sozialdemokratie all jenen, die arm sind, die Hilfe bedürfen, weiterhin hilft. Und dass wir auch darauf achten, dass Menschen wegen ihrer Andersseins, wegen ihrer Rasse, wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Hautfarbe auch nicht mehr verfolgt werden. Und das ist aktueller denn je, denn in den letzten Wochen merken wir, dass verschiedene Regierungsvertreter versuchen, den Rechtsstaat auszureizen, immer versuchen zu schauen, wie weit kann man noch gehen. Und daran gilt es zu arbeiten. Und daran dem gilt es, Einhalt zu gebieten.